Anzeigen stelle ich noch mal kurz vor. Mein Name ist Alice Menter. Ich bin in der Stadtamtsdirektion tätig und zwar seit September 2018 und darf mich dort um Kulturmanagement und Veranstaltungen kümmern. Und es freut mich sehr, dass ich heute die Aufgabe bekommen habe, Sie durch die Auszeichnung zu führen. Es ist nämlich so, dass es mir gleich aufgefallen, wie ich in der Gemeinde begonnen habe, soziales Engagement in Gerersdorf sehr hochgeschrieben wird. Vor allem fairer Handel. Und im Zuge dessen bekommen wir heute eine ganz besondere Auszeichnung verliehen, nämlich, dass wir Fairtrade-Gemeinde werden. Der Orangensaft, den Sie heute trinken, und auch der Kaffee, den Sie vielleicht nachher noch trinken werden, sind Fairtrade-Produkte. Und dass wir diese Auszeichnung bekommen, da haben viele Leute mitwirken müssen und das war nicht von gestern auf heute, sondern es hat schon eine Zeit gedauert. Fairtrade Österreich gibt es jetzt seit ungefähr 25 Jahren in Österreich. Und unser großes Ziel ist, dass wir die Leute hervorholen, die hinter den Produkten stehen, die nicht aus unserer Region kommen. Es ist schon erwähnt worden, ob das jetzt der Kaffee, die Schokolade oder der Orangensaft ist. Und wir hatten vor einiger Zeit einen Bauern bei uns zu Besuch, den Herrn Segundo Canjar. Der ist Bananenbauer, selbstständiger, stolzer Bauer, kommt aus Ecuador. Und der hat uns erzählt, er schätzt seinen Job sehr. Er mag das, wenn er in der Landwirtschaft arbeitet. Er zieht gern diese jungen Pflanzen auf, ist gern bei der Ernte dabei. Nur der Moment, wo es dann darum geht, einen ordentlichen Preis für seine Bananen auszuhandeln, der ist ihm ein bisschen mühsam. Aber er gehört zum Fairtrade-Netzwerk mit dazu und seitdem ist es so, dass die Unternehmen oft von sich aus einen fairen Preis bezahlen. Und deswegen haben wir ihn dann auch nach Österreich eingeladen und als er dann durch Österreich gefahren ist, ich war mit ihm in einigen Schulen, in einigen Gemeinden, und für ihn war das unglaublich bestärkend, dass er sieht, wie viele Menschen sich einsetzen für faire Arbeitsbedingungen, nicht nur in der Region, sondern weltweit. Ja, Südwind feiert heuer 40 Jahre in Österreich und wir machen Bildungsarbeit zu diesen Themen, zu globaler Gerechtigkeit. Heute ist viel von Schulen gesprochen, wir gehen in Schulen und nehmen zum Beispiel das Beispiel Banane her und schauen mit den Kindern, was macht eine Banane fair? Was ist der Unterschied von einer Banane, die über Fairtrade zu uns in die Geschäfte kommt oder den anderen Bananen, die nicht fair gehandelt sind? Oder ein Beispiel mit T-Shirts, die Kinder angehabt haben, schauen wir, wie ist der Weg vom Baumwollfeld über die Nähereien, die auf der ganzen Welt sein können, bis zu uns her? Oder ganz neu das Thema Handy, wo wir uns mit den Schulklassen anschauen, von den Rohstoffen bis zu der Produktion, die in China oder an anderen Ländern ist, bis zu dem, wenn man, hat der Bürgermeister schon gesagt, das Handy nicht mehr braucht, ein besseres, ein neueres will, wo landet das dann oft? Wieder zum Beispiel in Ghana. Und diese Workshops führen wir in Schulklassen durch und ich darf heute einen Gutschein für die Gemeinde Gerersdorf für einen Südwind-Workshop übergeben. Den Grundgedanken, den wir in unserer Arbeitsgruppe von Anfang an einfach haben und weitersagen wollen und die mit eurer Hilfe in die Praxis umsetzen wollen, wer mal Fußball gespielt hat oder Handball oder was anderes, der weiß, dass innerhalb einer Mannschaft Fairness wichtig ist. Dass da nicht ein böser Konkurrenzkampf ist, sondern ein fairer Konkurrenzkampf ist. Und jeder, der in einem Ort gemeinsam lebt, weiß, dass Gerechtigkeit und Fairness notwendig sind, damit wir fröhlich miteinander leben können. Und uns ist klar geworden, dass Fairness nur im Ort nicht funktioniert. Man muss sie weiterdenken. Und zwar letzten Endes weltweit denken. Und ein sehr großes Maß an Unfairness findet statt im Handel, wo zu große Mitspieler beim Armdrücken einfach zu viel Kraft haben und die auch gegen andere einsetzen. Wir wollen uns dafür stark machen, dass wir von Gerersdorf aus die Gegenbewegung stärken. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren, ich habe die Ehre und auch die Freude, Ihnen die Urkunde für Fairtrade zu überreichen und gleichzeitig auch die Grüße unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu überbringen. Und das, was ich hier ganzen Abend gehört habe, und das ist das, was wirklich durch und durch geht, ist dieses Gemeinsame, dieses Miteinander. Und das fängt in der Gemeinde an und endet mit der Verleihung der Fairtrade-Urkunde. Fairtrade
ist nicht etwas, was ich mir heute wünschen kann, sondern Fairtrade setzt doch einige Voraussetzungen voraus, die zu erfüllen sind und die gar nicht so einfach zu erfüllen sind und da schon auch die Bemühungen der Bevölkerung und der Politik notwendig machen. So habe ich jetzt die Ehre, Herr Bürgermeister, dir die Urkunde der Landeshauptfrau zu überreichen für die Verleihung der Fairtrade-Urkunde.